Ach ja, da sind wir wieder. Zum letzten. Udi. Wenn man eine Aufnahme macht, sollte man ein Mikrofon nehmen. Da sind wir wieder beim letzten UDT-Spieltag. Gegen Kleiskor LP. Kleiskor LP und ich sind alte Bekannte. Wir hatten schon das ein oder andere Mal das Vergnügen. Aber tatsächlich fast ausschließlich in Gen 7. Und irgendwie liegt dem Guten das Gen 8 Meter mindestens 7 Mal so gut. Ist also ein brandgefährlicher Gegner. Und vielleicht erinnert ihr euch an letzte Woche, als ich diesen wunderbaren Kampf gegen Sala hatte mit diesem kleinen Mental Breakdown. Danach habe ich gesagt, weißt du, ich habe jetzt erstmal für Tage genug von Pokémon, ne? Das hat mir jetzt den Rest gegeben. Ja, es ist derselbe Tag. Kleiskor schrieb, ob ich denn morgen oder Donnerstag spielen wollen würde. Ich sagte, heute aus Gag. Er sagte, ja. So bauten wir also 15 Minuten oder so und jetzt sind wir da. Also keine Ahnung, ob Rufen jetzt vorher schon was bereit hatte. Kleiskor was bereit hatte. Aber, ne? Ja, tada, wir haben tatsächlich mal ein Hannelore mit dabei. Mit dem etwas auffälligen Move Fassade. Und zwar ist es so, er hat ein Volcanion. Und theoretisch kann ich meinen Drachen total gut in diesen Wassermove werfen. Der kann uns allerdings burnen, aber gegen so eine wunderbare Burn-Fassade mit einem Hustle-Move habe ich ja auch nichts. Ne? Also bin ich ja ehrlich mit euch. Dann haben wir Icicle Crush, Earthquake, Brüller, Tarnsteine. Brüller sah gut aus, fand ich klasse. Einen Choice-Back, Spectrier, weil Shadowborn, nachdem Barrikadax weg ist, alles. ne? Dann haben wir Terrakium, der hier einfach nur Damage machen soll. Hatte kurz mit Assault Vest, aber Expert Belt ist okay. Einen Fistef, Kramor und ein Assault Vest Slowking. Also tatsächlich hier diesmal keine settende Wind Condition, abgesehen von Phantoros. Gameplan ist die Katze, lass das. Ist das, wenn Leckerlis drin sind? Muss jetzt hier kämpfen. Später, vielleicht. Plan ist Barrikadax zu vernichten und dann mit Phantoros Dinge zu machen und wir gucken einfach, was er dabei hat und labern nicht lange rum. Ich packe hier nebenher nochmal alles kurz in den Kalk. Theoretisch können wir gegen voll viel ganz wunderbaren Toxin oder so ein Gedöns drücken und damit könnten wir eigentlich auch leaden, I guess. Ist, glaube ich, gegen Obstagoon okay, ist gegen Zapdos okay. Gegen Felinara okay. Gegen Volcanion ist vielleicht ein bisschen kacke. Sehe ich den Volcanion-Lead an der Stelle? Lass mal mit Albert leaden. Er wird ja nicht mit Barrikadax leaden. Hat er ja gar keinen Bock. Lass mal mit Albert leaden. Weil irgendwie ich so ein bisschen Angst habe vor einem Volcanion-Lead. Bin ich wieder ehrlich. Denn der kann tatsächlich einfach böllern. Ja. So, ich habe mir letzten Spieltag vorgenommen, die Kamera ein bisschen runter zu machen. Okay, das Galar Zapdos, ja, hätte ich ja mit Keifel eigentlich ganz gerne geleadet. Schade, Marmelade. Okay, also. Slowking gegen, nee, nicht das normale Zapdos, sondern Zapdos Galar. Der kann halt, wenn der Brave-Worded ist, richtig böse Aua machen. Aber wir ihm halt auch und wir hätten halt Belebekraft. Was ist sein Switch in die Psychokinese? Theoretisch so ein olles Unlichtmon. Vielleicht mache ich auch einfach keine Faxen und gehe hier direkt in Corviknight. Vielleicht lassen wir den massiven Chip einfach mal sein. Irgendwie fehlt mir es. Guck mal, wenn du die Capture-Card aufmachst, dann hast du auch Sound. Guck mal, klingt schon wieder ganz anders hier. So, Kehrtwende. Damit haben wir schon mal ein bisschen Chip auf Zapdos. Das finde ich total gut. Wie viel KP haben wir denn jetzt noch? Das wüsste ich gerne. Schreib mir auf jeden Fall schon mal die U-Turn auf. So. 191 haben wir, bedeutet, er hat uns 6, was?
6% sind so wenig, 6%? Ist ja faszinierend. 6% gemacht mit einer U-Turn, das heißt, der ist Choice Bandit. Wir haben Investment in Volcanion, um hier in Corviknight, um Volcanion zu tanken. Wir gehen, glaube ich, aber einfach in Albert. Der ist dafür da. Kann uns jetzt burnen, das wäre okay. Ich habe kurz überlegt, ob ich in Flapple gehe. Aber so, es kommt der Dampfschwall. Der bringt uns auf 147 und bringt den Burn mit sich, denn wir spielen ja UDT. Der würde ja sonst keinen Spaß machen. es geht schon wieder los. Aber 50% sind 50%, deswegen kann man hier absolut kein Auge machen. So, das sind 27%. Dann ist der auf gar keinen Fall Choice backed. Dann ist der sogar nicht mal... Dann ist der auch nicht modest. Okay, so viel wissen wir schon mal. Ja, komm, lass mal Matschbombe drücken. Das fühle ich schon ein bisschen. Killer Bee. Okay, Killer Bee ist Kavalanzas. Ich hab halt... Ach, Mann, schade. Na gut. Eskalavir. Das Ding ist, wir haben Innate Investment und das halt nicht zu knapp. Die Frage ist, wie viel hat er? Der Knockoff kann uns jetzt halt wehtun. Und der Flammenwurf kann unter Umständen halt nicht killen. Vielleicht heilen wir uns einfach hoch und spielen das safe. Alles ein bisschen predictbar, was wir hier machen, aber es sind die ersten Runden. Abtasten. Völlig okay. Und dass er mir jetzt halt wirklich denen gegenwirft, finde ich total doof. Ich meine, gut, er ist gegen beide Steps völlig okay, aber es ist halt easy predictbar gewesen. Hatte jetzt eher auf so ein Assault Westmon gehofft, was er mir reinwirft, was eventuell ein bisschen Vergiftung bekommt. So, jetzt ist das Ding. Wir gewinnen das Long-Term. Außer er ist... Nee, wir gewinnen das auf jeden Fall, right? Theoretisch schon. Wir können jetzt einfach einmal Brave Burden so in die Masse. Weil wir haben ja noch auf alles Antworten, was da kommt, right? Ja, lass mal Brave Burden. Brave Burden macht Chip auf alles, das ist völlig okay. Am besten Fall schmeißt er jetzt noch Volcanion so für sich rein. Ah, soweit so befürchtet. So, das ist tatsächlich ein sehr schöner Chip. I like very much. Oh, ja, ich habe mich verdrückt. Also ich hätte jetzt sowas gesagt wie... Warum ist denn hinten auf den Schultertasten Bestätigung? Das hätte ich nicht gesagt. Ich hätte gesagt, er kennt unseren Switch-In, er weiß, wir überleben das noch lange Zeit. Also überlegen wir, ob wir Brave Bird oder U-Turn drücken. Ich hätte mich jetzt tatsächlich für U-Turn entschieden statt Brave Bird. Aber das tut's auch, weil die Prediction geht trotzdem auf. Es ist großartig. So, Obstagoon, Guts gegen Corviknight. Wir haben kein Item mehr. Es ist also ganz schwierig, hier mit Abschlag irgendwie etwas zu machen. Und wir gehen auf den Ruheort. Das ist ein Matchup, das ist okay für uns. Das sollte er nicht gewinnen können. Er könnte uns jetzt einen Flamehawk tricken. Das wäre nicht so geil. Abblocker. Ich weiß total, was dieser Move macht. Ich muss das auf keinen Fall nebenher googeln und so lange Zeit schinden. Ich weiß auf jeden Fall, was der macht, der Abblocker. Der nicht der App-Blocker. Der App-Blocker, der schützt vor Schaden und lässt seine Verteidigung zwei Stufen sinken. Ja, ja. So ist das nämlich. Ja, theoretisch gehe ich für Kehrtwende, oder? Jo. Jo. Lass mal für Kehrtwende gehen. Fühle ich hier sehr. Okay, soweit, so gut, tatsächlich. Wie sieht's denn eigentlich mit Hazards bei ihm aus? Hat gar keinen Limit, oder? Nö. Hat er Defog dabei? Ja, geiler Zapdos, maybe. Volcanion, maybe. Das heißt, wir könnten jetzt mal gucken.
dass wir bald mit Keifel Dinge machen. Wie sieht denn Keifel zum Beispiel, einfach nur mal, ich muss diesen Controller irgendwie mal anders positionieren, bin da eben schon wieder dran gekommen. Es ist nicht der Play für massiven Progress. Überhaupt nicht. Aber wir können jetzt, und da liegt der Clou an der Sache, wir können Tarnstein legen. Und wenn er denkt, haha, dann heile ich jetzt mein super wichtiges Obstagoon hoch, dann sage ich, nee, tust du nicht, weil ich habe einen Brüller. Das ist, glaube ich, ein Ding. Weil wenn der hier nicht Choice-backed oder so ein Gedöns ist, dann hat der nicht so viel Effort davon, wenn er jetzt hier auf die Hyperboss geht. Also das sind 37%. Don't get me wrong, ne? Wenn es ein defensives ist. Aber ich glaube nicht, dass er da jetzt so richtig viel von gewinnt. Ja, so, Wunschdorf. Und das ist natürlich seine Chance, Obstagoon hochzukriegen. Den würde er jetzt reinschmeißen. Wir drücken Brüller. Und er wird wieder rausfliegen. Und das wird total schön. Mal auf. Zeige ich euch jetzt. Pass mal auf. Singular zeige ich euch. Plural jetzt. Drückst Magieflamme? Oh, warum drückst du denn jetzt Magieflamme? Oh, das ist ja ungünstig. Wenn ich jetzt Obstagoon reinhole, ne? Das wäre wieder UDT at its best. Ich bin fest davon ausgegangen. Wirklich, ich bin fest davon ausgegangen. Kein Scheiß, dass ich jetzt Obstagoon vor die Nase bekomme. Ja, aber ich sag, Eiszapfhagel geht, oder? Das ist, glaube ich, cool. Also, er hat halt Volcanion, aber er muss ja theoretisch ein Erdbeben respekten. Also, jetzt vielleicht nicht mit Galazapdos, das sehe ich ein. Aber ich will jetzt auch nicht so cocky sein und Erdbeben drücken. Will ich das? Eigentlich ist das ja für Galazapdos ein feines Matchup, ne? Eigentlich sollte ich hier vielleicht einfach rausgehen, statt irgendwas zu machen. Das wäre vielleicht mal viel klüger, du. Ja, das machen wir auch. Hab zwar keinen Rocky Helmet mehr, um seinen U-Turn zu predikten, aber ich werde, nachdem ich eben drinne geblieben bin, nicht noch einmal drinne bleiben, denn jetzt könnte er durchaus sagen, hey, der ist eben drin geblieben, lass mal straight für den Move gehen. Ja. So, Nahkampf, siehste? Genau das tut er ne. UDT, wir müssen reden. Wirklich, wir müssen reden. Das gibt es doch gar nicht. Das gibt es doch überhaupt nicht mehr. Das kann mir doch wirklich keiner mehr erzählen wollen, oder? Ja, ich habe halt keinen Wisch oder irgendwas dabei, was den jetzt nochmal hochbringen würde. Kann ich den gegen irgendwas hochheilen? Ja, gegen sowas wie Tangolos, maybe. Gegen sowas wie Felinara, maybe? Es ging. Wir hatten ja schon mal erkannt, dass der Choice Bandit sein muss, ne? Also bringen wir jetzt Phantoros. So. Das Ding ist, wir könnten jetzt Doppelkick drücken, weil er muss raus und er hat nur einen verdammten Switch-In und der ist mega, mega low. Alles andere kriegt hier von dem Spukball mega auf die Fresse. Wir machen das. Ich sag dir, geht in Obstagoon. Let's go. Er ist ja gelockt. Und auf minus 1. Auch auf minus 1 machen wir eben natürlich mit dem Doppelkick nicht viel, don't get me wrong. Aber, ne? So, jetzt komm, gib mir dein komisches. Das ist das Falsche. Das ist eindeutig das Falsche, mein Freund. So, guck mal, hätte ich jetzt Corviknight drin, dann könnte ich Corviknight hochheilen. Das wäre toll, ne? Was mache ich stattdessen? Ich weiß es nicht. Der muss halt eigentlich Knockoff drücken, oder? Knockoff hier immer der Play. Das kann jetzt ein mega Overpredict sein. Ich kann jetzt gerade Terrakion weggeworfen haben. Aber in Ermangelung eines guten Plays. Ich habe nicht gesehen, was er gedrückt hat tatsächlich. Ich hatte gerade 100.000 Chatnachrichten und dachte, es wäre irgendwas passiert. Das ist schlecht. Das ist super duper schlecht. Ich war mir so sicher, er drückt den Abschlag. Verdammt.
Okay, back to game, nicht mehr ablenken lassen von irgendwelchen anderen Dingen. Okay, so, wir könnten hier straight weg Nahkampf drücken. Das ging alles außer Felinara gut. Wir können auch Stone Edge drücken, damit treffen wir Felinara gut. Ich sag Steinkante theoretisch der Play. Close Combat kann halt durchaus killen, muss aber nicht. Steinkante kann critten und kann missen. Felinara aber halt ein likely switch in an irgendeiner Welt. Das ist ungünstig. Aber ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Komm, wir gehen auf den Nahkampf, weil für Felinara haben wir ganz wunderbare Switch-ins. Ah, das ist völlig okay. Es kommt Choji. Und Choji ist Tangolos. Und Tangolos hat mit einem Überfluss wahrscheinlich noch ein Rocky Helmet oder so ein Gedöns. Nein, er hat Lefties. Okay. Ja, dann immer Albert. Und das gebürnte Albert. Mega schlecht. Oh. Okay. Das läuft alles nicht, wie es soll. Ich sag, wie es ist. Wir drücken aber einen Flammenwurf, der ist gut gegen Tangolos und gut gegen den möglichen Switch-In, der weg sein muss, damit unser Gigantamax Druck machen kann. Ist an und für sich eine großartige Geschichte. Gucken wir mal. Also kommt. So, Earthquake. Ist klar. Bitte geh in Cavalanzas, bitte. Das würde uns so dermaßen den Weg frei machen. Ein Killer Bee ist Cavalanzas und Cavalanzas sollte somit weg sein. Right? Was? Bees what? Gut, aber der kommt danach nicht nochmal in Tarnstein. Das heißt, ich muss den jetzt halt noch einmal outtanken. Was einfacher gesagt als getan ist, weil ich habe halt keinen Switch-In mehr. Also ich müsste jetzt halt irgendwas sacken. Das wäre jetzt Corby Knight, aber ich habe halt so schöne Möglichkeiten, den hochzubekommen, theoretisch. Weißt du? Wisst ihr? Weiß irgendwas? Er hat halt keinen Grund. Ich weiß halt nicht, will ich jetzt hier nochmal. Nee, der Iron Move killt uns ja auch. Ist ja alles Quatsch. Ganz ehrlich, der hätte auch einfach reichen können. So, Terrakion wäre natürlich Gold wert. Ich sag, wie es ist. Weswegen wir, glaube ich, jetzt einfach Corbinat abschmeißen werden. Ja, so machen wir das. Siegflieg, ich danke dir für eine wunderbare Season. Ich habe dich lieben gelernt. Was? Und, was? Okay. I guess. Maybe. Ich weiß nicht. Einfach mal Ruhewort, weil was. Keine Ahnung. Also, ich überlebe das jetzt eh nicht. So, der ist jetzt halt wunderbar low. Jetzt habe ich verschiedene Möglichkeiten. Ich könnte jetzt Druck aufbauen mit Hannelore. Ich könnte jetzt Druck aufbauen mit. Nicht mit Keifel, glaube ich. Ich weiß so wenig über Obstagoon. Ich weiß so wenig. Keifel ist langsamer, also machen wir das vielleicht mal nicht gegen diese Böllermaschine. Flapple ist schneller, solange wir den Scarf haben. Wir sind aber Hassel, ist irgendwie unnötiger Bullshit. Terrakion ist, glaube ich, immer der Way. Ich weiß nur nicht, was ich drücken möchte. Feelender reicht hier. Auf dem Switch in Tangolos macht das auch viel. Ansonsten möchte absolut nichts anderes und absolut nichts anderes in die Moves reinkommen. Er könnte jetzt halt noch. Das könnte er machen. Er könnte jetzt halt Cavalanza sacken, aber dann ist es so, oder? Das will ich auch nicht predikten. Also selbst wenn das ein Play ist, ich will ihn nicht predikten. Der ist anderthalb Stufen außerhalb meiner Prediction Comfort Zone. Bin ich ehrlich. Es ist übrigens spät, ergo trinkt der alte Mann keinen Kaffee mehr. Das macht mich wahnsinnig, wenn ich keinen Kaffee habe. Aber ich hatte heute Kaffee. Also es ist nicht ganz so schlimm wie bei
dem Kampf gegen Flowey. Viel Ender kommt, nimmt Obstagoon raus. Und jetzt, Leute, jetzt wird Pantoros richtig, richtig Laune haben. Er hat auch halt auch nichts, was schneller ist. Zapdos ist nach dem Kalk Choice Bandit, das heißt, Terrakion ist hier das schnellste Mon. Ergo ist es absolut überlebenswichtig. Und er weiß jetzt, ich habe das Megahorn und predikte Tangulos. Warte mal, ist es jetzt nicht mein... Also ja, spulen wir ganz kurz die Zeit zurück. Eben gerade habe ich gesagt, Terrakion, das schnellste Mon, voll wichtig. Aber wenn wir jetzt Tangulos chippen, ne? Wie weit können wir Tangulos chippen? Warte mal, mit so einem bandeten Megahorn, Brudi? Bei einem Full Fist, der, wir wissen ja gar nicht, wie das bist, machen wir halt bis zu 56%, ne? Das könnte ich einfach machen, um dich zu chippen. Ich könnte aber auch nochmal in Albert gehen. Dann kommt wieder das Erdbeben. Das juckt mich nicht, wenn ich in Hannelore gehe, right? Deswegen gehe ich jetzt einfach in Hannelore, oder? Ich weiß es nicht. Hannelore ist unser Fleppel. Fleppel, du als Experte für Fleppels, was sagst du denn so zu einem Erdbeben? Ja, also auch wenn da ein bisschen Investment hinter ist und kein Minus-Angriffswesen wie im Kalk, das sollte doch passabel werden. Und Terrakion ist noch viel, viel, viel zu wichtig. Also mein Gedanke zwischendurch war jetzt so, vielleicht kann ich Megahorn drücken, um dann danach mit ihm hier ordentlich Druck aufzubauen. Aber das Ding ist, brauche ich ja gar nicht. Es kann mir ja einfach nichts. Es kann mich maximal Fokus blasten. Also ich würde jetzt einmal Gravitation drücken für diesen wunderbaren Effekt. Ein Death Drop. Und dann kann ich Dinge drücken mit anderen Mons. Finde ich total gut. Weil er bleibt hier nicht drinne. Auf den Outwedge. Der geht jetzt auf jeden Fall in den Ritter hier. Oder er bleibt einfach drinnen. Das kann er auch machen. Das ist gar kein Problem. So, ein Crit ist jetzt an der Stelle nicht so dramatisch tatsächlich. Da hat ein anderer Crit vorhin deutlich mehr gemattert. Dass wir jetzt den Choice Gap verlieren, ist gar nicht mal so cool, aber irgendwie okay. Und wir können jetzt einmal gegen den Kehrt wenden, einfach für den Schaden und den möglichen Switch-Out. Das geht eigentlich auch. Und dann... Ja, doch, das machen wir. Der geht hier wenden fürs Erdbeben oder Synthese. Oder er wechselt raus. Und von daher ist das völlig okay. Es kommt zu Gnade. Damit können wir arbeiten. Ich hab halt immer Angst, das ist ein Hasselmon, ne? Es kann halt plötzlich alles missen. Drückste Kehrtwende, Mist. So, und jetzt gehen wir in Albert. Weiß noch, Balanzas war quasi tot nach Tarnstein, ne? Das heißt, es ist völlig egal, wenn ich den Poison-Move drücke, weil alles andere treffen wir damit ganz, ganz excellent. Ja. Also, Matschbombe, let's go. Let's go. Let's go. Wenn du uns Kavalanzas abwerfen willst, ist das auch geil. Weil dann legt das gute Trapfel, Schlapfel richtig los. Killer Bee kommt, Killer Bee geht. So. Völlig okay für mich. Wir kriegen eine Runde Burn Damage. Und er kann uns jetzt sowas wie Zapdos Galar entgegenschmeißen. Das finden wir natürlich total doof. Weil wir haben halt auch keinen Switch mehr, bin ich auch ehrlich. Auch da bin ich ehrlich. Terrakion können wir nicht reinschmeißen, weil das wäre gleichbedeutend mit einem Sack. So, Zapdos, Bandit. Soweit wissen wir das jetzt schon. Nicht Mann, Vince, nicht das normale Zapdos. So. Ist das der Moment, wo ich Slowking Galar abwerfe? Eigentlich nicht. Eigentlich zu wichtig für Tangloss und Elinara.
Ich könnte tatsächlich einfach Fleppel, nicht Fleppel, Keifel rein und oder abwerfen, weil das ist nicht mehr ganz so wichtig. Das scheitert sowieso an Wood Canyon, alles andere ist schneller und oder sehr effektiv. Also wird Keifel jetzt hier gesackt, right? I guess so. Ich habe tatsächlich noch nicht so schöne freie Fahrt für mein Choice Bene Terrakium, wie ich mir erhofft hatte. Brave Bird. Ja, ist okay. So, das macht böse Aua. Dir allerdings auch. Das ist großartig. Jetzt habe ich halt leider keinen, Ice Shard, um dir nochmal was zu machen. Vielleicht willst du dem aus dem Weg gehen und gehst jetzt ganz clever in Volcanion, der dann schneller ist, deswegen drücke ich mal Brüller. Tust du aber nicht, du gehst weiter für den Sturzflug. Und jetzt ist mein einziges schnelleres Mon halt, naja, Spectria. Ich weiß nicht, was ich hier kalke, ist total dumm, es ist immer Shadow Ball. Immer und immer und immer. So. Was kommt jetzt? Das Einzige, was dem jetzt noch im Weg stehen könnte, wäre ein speziell defensives Felinara. Das würde tatsächlich einen Shadow Ball nehmen. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, auf welcher Range wir das Gute hinterlassen haben. Ich meine, so viel hat es nicht gemacht. Ich glaube, es hat nur einen U-Turn gefressen. Okay, so, jetzt pass auf. Tarnsteine kommen. Reicht der Double Shadow Ball? Guck genau hin. Ja, okay. Gutes Gespräch. Gut. Fand ich gut. Dann drücken wir weiter Shadow Ball. Und ich lehne mich jetzt ganz mutig aus dem Fenster. Ich glaube, das ist jetzt der Sweep. Denn irgendetwas wird jetzt dafür sorgen, dass unser Gutes auf plus 1 geht. Plus ein Shadow Spec. Choice Spec ist gleichbedeutend mit plus 2. Habe ich wieder ganz clever ausgerechnet. Bin ja halt brillant, ne? Da hat sich Wirtschaftsmathematik an der Uni doch gelohnt. Und da sollte eigentlich nichts mehr stehen und oder genug Leben haben, dass dann noch Widerstand geleistet werden kann. Auf Wiedersehen zu Nadi. So, plus 1, here we go. Wir sind halt 252 komplett speziell. Wir sind halt leider nicht mit dem Plus-Spezialangriffswesen gesegnet. Das konnten wir uns nicht erlauben wegen SSF, glaube ich, war das. Sein Psychomon. Also, klar ist kein Matchup, das SSF eingehen möchte. Aber wenn es gezwungen ist und ist plötzlich schneller und kann selber einen Shadow Ball anwenden, dann ist ja irgendwie auch Quatsch. So, du kannst potenziell Assault Vest sein und mir kann das potenziell egal sein. Nein, du bist Scar. Ah. Und kriegst den Burn. Okay. Aber auch das ist nicht so dramatisch. Der Balken ging so langsam. Ich dachte gerade, er überlebt das. Ich bin ja inzwischen bei der UDT an alles gewöhnt. Ich sag, wie es ist. Hätte mich nicht mal gewundert, wenn jetzt plötzlich der Damage nur so die Hälfte von dem betragen hätte, was er hätte machen sollen. Okay, so, Tangolos ist eindeutig nicht schneller und Zapdos ist nach allen Kalks, die ich bisher so im Auge hatte, Choice Bandit und nicht Choice Garft. Ergo, es kommt auch Tangolos, von daher ist jetzt sowieso alles Wurst, glaube ich. Nur ganz kurz nochmal gucken, nicht, dass ich hier irgendwelchen Unsinn rede, weil der ist halt, ja. Ja, der, also, das sollte. Das kann halt Assault West sein. Okay, juckt nicht. Großartig. Die ganze Season über habe ich Phantoros nie so richtig in Position gebracht. Es gab so das ein oder andere coole Set, so Double Kick Adamant und so ein Gedöns. Aber so richtig die sweepende Gefahr, die es sein sollte, war es nie. Und jetzt zum Ende hin habe ich Phantoros nochmal das gegeben, was es verdient. Einen wunderbaren Sweep gegen einen starken Gegner. Und das muss man sagen, das ist hier deutlich knifflicher abgelaufen, als ich erwartet hatte.
So, wir gehen raus 4-0. Ich würde euch total gerne was zum Tabellenstand erzählen, ganz ehrlich. Und das mache ich bestimmt auch nach meiner Abmord, also nach diesem Spiel hier. Aber dadurch, dass mein Kampf jetzt so verfrüht ist und wir noch eine Pufferwoche haben, ist der jetzige, also seit, wenn ihr das seht, ist das schon ganz lang vorbei. Und das ist jetzt halt gerade in den anderen Spieltag reingerutscht. Und also langes verwirrtes Gelaber, kurze Geschichte. Ich habe keine Ahnung, wie die Tabelle aussieht. Also das Letzte, was ich weiß, ist, dass wir in die Relegation gehen, wobei Kleisko auch so weit oben war. Ich weiß gar nicht, ob er den jetzt runtergeholt. Ach, ich blende es euch ein, wenn es soweit ist. Wir werden sehen. Ansonsten ist mein aktueller Stand der Dinge, dass ich gegen Drake in der Relegation ran muss. Und das wird der Punkt, wo wir wieder ein bisschen weinen werden. Denn Drake war der mit dem wunderbar schwierigen Matchup gegen uns. Wo wir so gar kein Licht gesehen haben. Und was ich mir da wieder einfallen lasse, das seht ihr, wenn ihr den Abo-Button drückt. Und, oh, fühle ich mich schmutzig. Das war ja ganz dreckig gerade. Jedenfalls wünsche ich euch den schönsten aller Tage. Haut rein. Bis dann. Und guckt bei Gleisko vorbei.